in die Römer. Mit der alten Schiller sagt, jetzt halt einmal, gell? Alte Schlafen vor der kurze Ansprache. Ich weiß, es freut mich, dass Sie ja alle zu meiner kleinen Silvesterfeierlichkeit, so wie jedes Jahr erschienen seid, gell? Aber man, ihr wisst ja selber. Für euch ist es vielleicht ein normaler Silvester, aber für mich ist es was Besonderes. Ich habe heute, genau 0 Uhr, sogar 24 Uhr, vor 36 Jahren habe ich meinen ersten großen Sieg errungen. Ich sage nur, Neujahrs Baby. Mein Lieber, da muss ausbremst die Mama und die ganze Beule, weil er war. Na bitte, ich weiß nicht, Neujahrs Baby. Bin ich auf den Zeitungsausschnitt da, bitte ganz groß, ganz lesen. Unser neues Baby Willi Grieberleck. Na ja, gut, Sie haben es doch falsch geschrieben. Was? Ein neues Baby Grieberleck haben Sie falsch geschrieben, die Alphabeten von der Zeitung. Ne? Ja, bitte. Jetzt, was ist jetzt noch lustig? Na, geh Herz auf. Bitte, jetzt habt ihr noch mal. Na, ist es jetzt, jetzt müssen wir noch lachen. Ja, ha, ha. Es hat das Kind schon wie 10 auf. Der wird das sagen. Jetzt geht bitte nur, wenn man vor einer Viertelstunde die Gulaschsuppe über den Smogen klar, da brauchen wir jetzt nicht mehr deppert zu lachen. Ja, na, ha, 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 abputzen oder die, Jetzt. Bitte haben wir eh umtändelt, was wollt ihr, was haben sie gegen einen Jogger, bitte. Das war ein Weihnachtsgeschenk von meiner Ex, wenn er mir damals zugemutet hat. Schlecht, bitte. Mit einer Ansage, der Jogger ist 5 Jahre im Kasten gelegen, Freunde, ja? Und er passt mir noch immer. Was heißt der Tänzi? Sicher, das ist was eine Ritterrüstung, du Pudel. Hör so, was heißt er wirklich? Das hat man heutzutage in Jogger. Es gibt Leute, die das ganze Jahr nur mit einem Jogger umeinander. Ne? Bitte, so wie der Toni, ne? Wo ist der überhaupt? Toni, der muss irgendwo umkehren. Der hat sicher schon ein Seeglasler Jesus da drin in der Hand. Wo ist der? Also, hey, Toni, mein Freund, hey! Da schaut er gerade an. Hey, mit Jogger, wo ich gesagt habe. Ne? Aber Moment, bitte. Wenn ich dazu sagen, der Toni, der rennt da wirklich. Ja? Weil das nicht mehr heute zum Mittag ist er beim Silvesterlauf mitgelaufen, bitte. Hm? Weil es ein Wunder, dass du schon da bist. Hast du wo angehört oder was? Ja, nicht böse sein, aber du weißt wenigstens, für was du schwitzt. Ne? Für nix. Ja, aber du hast direkt, oder? Nein, ich meine, ich kenne den Toni, bitte. Endlos. Wo? Bitte, wir zwei sind in die Mittelschule gegangen. Wir waren ein Mittelschulmeister. Ja, oder ich war Vizemeister, jetzt im Vortrag, der Bücher, der. Gute Stehen, bitte. Mittelschule, Leichtathletik, Fünfkampf, bitte. Na, wir waren super, die wollten uns zur Olympiade schicken, Freunde. Was? Ja, sicher, aber wir haben keine Zeit gehabt, weil wir Mathe-Schule weggehabt, Woche drauf. Das war weggefahren, ne? Weil dann haben wir gar nicht mal ein Arschfest ausgehauen. Aber immer noch. Na, ehrlich, du Tolle, der Kunde möchte ich haben, jetzt keine Frage. Super, ne? Aber was der wie immer sagt, sterben müssen wir alle. Die Lebenden und die Toten, wie der alte Schüler sagt, ne? Nicht die Toten, wie heißt das? Die Kranken und die Gesunden, irgendwann ist es egal, irgendwer stirbt immer, Freunde. Und jetzt wart's kurz, bevor ich mich ausschweife. Ja, puh, will ich kurz meine guten Vorsätze fürs heutige Jahr bekannt geben? Ich werde weiter fressen, ich werde weiter saufen und ich werde weiter rauchen, weil mir ist das wurscht, ja. Und die schlechten Vorsätze für... Was ist das? Es gibt's nicht mit 36 und es will schade. Okay. Bitte, man stirbt doch nicht zu Silvester. Halt es mir Blödsinn, bitte. Es ist mein Geburtstag und es wäre ein Zufall, bitte. Okay. Glaubst du immer, das passiert an anderen, das gibt's ja nicht. Bitte, wieso ich? Bitte, wie?
så. Her, det skubber vi dog ikke længere. Og hvad der måske lægge bidøverne dog, det skal nemlig se. Det sidste er skovmer. Det var så. Det er mere så vidt til ukøn. Hallo, Frante. Her til mig nu. Hallo, I binder dog. Hallo, I så vil lægge så også i vasserne, det sig med lidt. Hallo, bitte. Jeg mis min mod mod bøvetle. Jeg mis det bitte. Bitte. Hallo. Det får da få skyld over os, hvad der ikke klar. Der kunne stå det 150 skyldig, hvad man da har ved ekstra tøj med, så bitte. Det min mod mod. Bitte. Hallo. Bitte, bitte, dog. Det her vil det, det skifte. Det er just i min vikke finger. Har så tæt. Så er det min vikke finger. Bitte. Lad os have det også, for de får i trådel, den skænser den, og de lagt i trådel, der er bitte! Jo, lad os ikke kan ikke se, der må sølge du sig. Jo, lad os ikke stå i til mand. Kom du ved, jeg nå, der må sige stå der ved, der må så der ved. Ja, det kommer så. Er du spes, eller hvad? Essa silvestra, isto é petrunco, tá mas? Alto, tá bem, e vou rastro o problema, hã? E, Pite, alô? Vou já dizer... Vá ser estes... Pite, Pite, o mesmo metode, vá ser negalo. Alô? Winter. Pite, vou já dizer... Sante, vielleicht unsichtbar, oder was? Was ist mit dir? Magst du Spaß, oder was? Ja, was ist unsichtbar? Da bin ich in deinem Körper. Aus wo? In deine Körper. Hm? Spürst du nichts oder was? Ah, jo, was siehst du jetzt, jo? Meine Tochter sagt die Brötchen vielleicht, aber... Soll ich sie ja fragen, bin ich jetzt tot oder was? Na, glaubst du vielleicht, du hast du einen Albträum oder was? Nein, ich habe mir gedacht, vielleicht, dass das das Koma ist zum Beispiel, nicht? Was ist Koma? Koma? Willst du mich ein bisschen verarschen oder was? Ha? Hab ich ganz genau gelernt, Koma ist bestig. Was willst du? Was kommst du, wo du bist? Das ist alles nur Zwischenlager. Das ist gar nichts. Und ich bin Lagerarbeiter. Verstehst du? Also, okay. Komm, gehen wir mal rüber in die ewigen Jagdrunde. Na, Moment, bevor man da überhastig muss. Kann es sein, dass das alles ein Irrtum ist, zum Beispiel? Weil, ich meine, ich hab dich da verschaut vielleicht. Ich bin nicht böse, kann passieren. Das 36 mit 63 angeschaut oder was? Ich meine, gebt es zu. Seid ihr kritisch? Ich meine, ich weiß, es hat den Feiertag, man ist nicht so konzentriert. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ja, gründet. Ne? Blödsinn, ich bin überhaupt kein Jäger. Nicht? Bist du auch nichts als Jäger vorgesehen? Muss man noch etwas haben in der Gründe, was man schießen tut? Ha? Ha? Kann ich sehen, dass sein der Jäger das genießt? Also, wo wir zwei mit gegen mir? Bitte. Was ist das? Was bist du, 36? Spürst du dich aber an die 86, oder was? Bitte deine Gelenke alle komplett gerostet, oder was? Ha? Bitte frage ich dich, was hast du gemacht? Ha? Was ist jetzt? Geht die? Was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, wieso hast du nichts gemacht? Ha? Den ganzen Tag nur blöd sitzt da? Zu Hause vor Fernseher sitzt da? Dazwischen ein Auto sitzt da? Im Büro sitzt da? Dazwischen ein bisschen frisst da? Auf Nacht geht zu Heurige, sauft da? Zu Hause keine Frau, nichts knallt da? Jetzt stirbt er! Bitte? Beispiel? Dann frage ich dich, Willi, wieso hast du nie ein bisschen Sport gemacht? Ha? Ja, bitte, jetzt haben wir's. Oder Prozent. Und unter Garantie. Hast du von mir bekommen einen absoluten super Körper, weil ich krieg's lieber einen Scheißdreck. Kannst du sicher sein, ja? Und mit so einem Körper, nichts gehst du und machst du eine Mittelschule-Meisterschaft oder was? Na, musst du vor eine Olympiade. Sage dir, locker hättest du gewinnen können. Goldmedaille. Okay. Vielleicht keine Goldmedaille, aber mit deinem Körper unter Garantie. Bronzemedaille hättest du locker gewinnen können. Was? Geschlecht. Brot, was hat der Brot? Mit Tölke, ja. Ja. Und wieso sagt man das gar nicht vorne, bitte? Man meint das was, na kannst du nichts wissen. Sonst ist ausgemacht, bitte. Na, das geht nicht, hä? Bitte. Ja, aber...
Man, so schlecht bin ich nicht beinahe. Also, sagen wir so, für einen Pokal war ich immer noch gut. Gell? Was willst du denn, den Pokal? Machst du Spaß oder was? Ha? Du bekommst keinen Pokal, du bekommst einen schönen Kranz mit Rose vielleicht. Aber so ist nichts. Ich bin immer noch gut für einen Pokal. Jederzeit stelle ich mich mit dem blöden Buben, bitte. Jederzeit. Und, so, und ich gehe nicht mit. So mache ich das. Ha! So, aus aus mir, komm, Amante, du verschwindest aus. Aus! Du, ich prügel dich mit Deutschland, verschwind aus! Ich bin ein Stück österreichische Sportgeschichte! Was doch, ist in der Schülerzeitung, weil er keine Rede vom Direktor, keine Lebzeit, der Blut, keine Blut, keine Blut, hallo, Freunde, was ist? Hat er gerade erwischt? Es gibt's ja nicht. Hat er gerade. Schaut so betroffen, was ist das? Puh. Da biegelt. Super. Freunde, schaut jetzt um jetzt ab. Scheiße Gott, was da aber nicht da jetzt. Schaut seit dem Tag über ein Brötchen, bitte. Die Gulaschsuppe ist auch in Ordnung, die müsst ihr noch auswählen. Also ein Smoking, das ist auch noch in Ordnung. Ein Säge im Zirk, mach auf eine Flasche, lume mit Säge. Willi, was ist mit dir? Machst du Spaß? Hab ich geglaubt, du willst Pokal? Scheiße! Nicht Scheiße, ich bin. Also leicht hast du mir nichts los, ha? Alter, bitte, hast du mir beinahe genug gebrochen? Bitte, hast du noch die Urkraft, ja? Dann bist du teppert. Pass auf! Magen wir folgende? Ich muss sagen, bin auch noch sentimental, ja? Hast du doch mein erstes Neujahrsbaby, ja? Machen wir zwar einen Spaß. Ich gebe dir ein Jahr, aber exakt, schau dir vor, ja? Gewinnst du einen Fünfkampf, hast du Glück, ja? Und ich streiche dich komplett aus Liste, kannst du werden 100 Jahre, okay? Moment, was heißt Gewinner? Wir haben von einem dritten Platz gesprochen, bei dem sind wir doch genau. Okay, dann streiche ich mich wegen zwei Plätze, ich bitte. Nein. Machen wir. Muss sein, eine reguläre sportliche Wettkampf. Nichts vergesst im Geschäft und glaubst, da kaufst du vielleicht Pokale, das geht nicht. Ja. Na. Mit Wettkampf? Ja. Minimum 10 Teilnehmer? Ja. Gut, machen wir 9 Teilnehmer, ein paar Prozent mehr drin sein. Ja. Okay, nein. Sind wir vielleicht auch am Flohmarkt oder was? Ja, nein. Okay, na, machen wir neu. Ja. Super. Aber ich sage, schaffst du nie, ja. Bist du 100% getötet. Ja. Aber nicht so schnell. Verstehst du? Ja. Langsam, ja, da kannst du genießen. Ja. Das ist lieb, danke. Und das steht an dem Patenzettel, kennst du, nach lange, schwere Leiden, ja? Ja. Okay? Machen wir so. Das geht. Jawohl, Moment, was hast du mit den langen Leiden? Na, warte, müssen wir uns detailliert unterhalten, bitte. Pass mal auf, hallo, dann leg los mich jetzt allein, bitte. Du nicht allein, dann schaust du halt, ne? Da, lass ich dir alle da. Also, ciao. Wer? Grüße, Grimadek. Seid das alle, fand ihr das von dem jetzt nicht? Seid das alle Enkel oder was? Nein, nicht böse, ich kann mich jetzt nicht mit euch, weil ich hab da kurz nach 12, das heißt, ich hab nicht ganz ein Jahr Zeit. Gut, was tun wir? Auf jeden Fall, ich muss jetzt. So fängt's an. Das einmal nicht mehr. So einfach geht das. So, zack und fort. Braucht kein Mensch mehr. So, gut. Punkt 2 ist Punkt. Warte, das war aber Fußbackel. Nein. Nix. Ich reiß mich zusammen. Komm, Alkohol nie wieder antrufen. Ab heute bin ich abstinent. So, Punkt 3 ist gleich einmal der Bachedelfriedhof. Da muss ich. Ja, oder da weiß ich nicht. Da muss ich, da hab ich. Ja, da muss 15 Kilo, sag ich, ne, das geht. Ja, ne, in 10 Tagen ist das weggefressen, wird nichts mehr. So, und dann Punkt 4 ist gleich mit Trainingsbeginn. So, was war dabei beim Fünfkampf? Halt, ja, Grenz haben wir auf jeden Fall, das weiß ich sicher. Dann ja, 5 Sachen waren es, da bin ich eher wurscht. Ich fange mal an mit einer Grundübung. Ich mache einmal Liegestütz, schief vom Sessel, aber nein, wollte nicht vom Sessel, ich mache flach einmal. Man darf es nicht übertreiben. Flach, aber schön, was? 30 Ski auspumpen, das ist wichtig. So, gehen wir es gleich mal an. Und. Nicht.
und denk, na, hört das ja, da hängen mein Reißverschluss, das ist so ein Blitz. Da hol mich doch her. Da hänge ich her. Aha. Oh, 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 lustig. Ah, komm, reiß dich ein bisschen zusammen, jo. Bitte. Jo, ist das jetzt erst dazugekommen? Es wisst überhaupt nicht, um was da geht. So fängt es ja mit von vornherein an, jo. Also dementsprechend ein bisschen benehmen. Jo, das schaut jetzt vielleicht nicht so aus, aber ich bin vor kurzem Spitzensport. Also, bis zum 16. Sehr wurscht. Oh, wo bist du denn? Da war ich reingegangen schon. Ja, ne? So vielleicht nicht so aus, aber die wollten mich zur Olympiade schicken. Ja, natürlich, sicher. Ja, aber weißt du, wie es ist? Da bist du dann weg zur Olympiade und auf einmal lernst du ihn kennen. Ne? Ja, weißt du, der Klick aus dem Bundestrainer vom Leichtathletikverband, wenn du der Pech aus der Gabi. Aber ich bin jetzt der beste Hose aus der Siedlung, möchte ich da nicht mehr sagen. Ja, und genauso schnell wie bei der Gabi drin war, war es der Kampf schon auf draußen. Ja, obwohl ich sagen muss, ja, es war eh nichts Ernstes mit der Gabi. Das war nur so. Darum haben wir jetzt auch vor 3 Jahren von der Schein los, weil das hätte keine Zukunft gehabt. Das war Blödsinn. Ja, da bin ich jetzt geraucht, das wird, jetzt hab ich auch gleich angefangen, nicht? Auch verleimert, nicht? Nicht? Bitte ein Backel pro Tag, nicht? Dann bitte sofort, also innerhalb von, na kurz, 9 Monate nachdem ich die Gabi kennengelernt habe, habe ich 12 Kilo mehr gehabt. Ich frage, was sagen, da hat es ein Packel geschickt am Tag. Bitte stellt euch vor, hätte nicht geraucht. Da war ich jetzt Bischof. die Gabi, die derselben Zeit hat die Gabi auch in den 1 Monat ihre 8 Kilo zugelegt. Ne? Die heißt jetzt Manuela, kurz mit dem Mann dann 5er. Ja? Was brauche ich da noch? Opa, bitte, ich möchte hier nicht, also dass da nicht der Eindruck entsteht, ich möchte der Familie die Schuld geben am Ende meiner sportlichen Karriere. Absolut nicht, also das war irrsinnig unfair. Also das ist auch von mir ausgegangen natürlich, nicht teilweise. Na, ist ja klar, als junger Mensch, da willst du einfach zur Partie dazugehören, weißt? Da willst du der Außenseiter sein, irgendwo am Rand der Gesellschaft. Nicht? Da willst du einfach mit den anderen am Wochenende die Tests gehen und so. Und ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, ich bin auf die Welt gekommen. Also, aber, ich meine, nicht behindert, nicht rothaarig, nicht schwul, kein Ausländer, keine Frau. Also wirklich, wirklich. Ja. Also auf gut Deutsch, ein vollwertiges Mitglied von unserer Gesellschaft heute. Halt, ja. Und da, sollte ich mich jetzt privat am Rand der Gesellschaft begeben? Bitte, als Amateurleichtathleter, da hätte ich auch einen Schuss gehabt, da war ich mein eigener Feind. Da ist ich mich da super klein integriert. Zu der ganzen Partie da waren wir so, aber da ist der hin. Aber Moment, ich bin immer ein sportlicher Typ geblieben, also das möchte ich schon. Also ich bin immer, wie gebe zum Beispiel Spurtfügung auf mein Auto um und ein Bozenspoiler hinter, also das, ich bin schon, also ich bin da schon na, sehr orientiert, sportmäßig. Und das, hat eigentlich, wenn ich jetzt so nachreflektiere, sogar, hat mich meine Liebe zum Sport im Endeffekt die Ehe gekostet. So absurd es klingt, aber. Ja, die hat man nämlich, ja. Die hat mir mit einer Regelmäßigkeit in den Abendsport reingequatscht. Ja, das glaubt man nicht. Nein, aber nicht absichtlich. Der ist das passiert, weißt du? Weißt du, es ist, am liebsten habe ich es gehabt beim Totoschein, weißt du? Musst dich eh konzentrieren, weil alles ging gleich. 1x, das hast du in Deutschland, da der Fernseher. Nicht, die ganzen Vereine, alle mit FC, jetzt bringst du das doch einander. Dann alle ausländischen Clubs, da der Witz und was weiß ich, nicht? Ja, und dann tust du, und da kommt aus der Küche irgendein Blödsinn. Weißt du, wie du, heiße Perle, sag einmal, du die grauen Socken, sag einmal, kennt in die Schmutzwäsche, ich riech's nicht, ich bin verkühlt, du. Weißt du, doch, nein, ich kann nicht lachen, wir sind so die Kavitzer-Aufgaben werden, so bin ich gesessen, ja. Bitte, nur wenn ich jetzt mit dran zurückerinnere, ja. Wer gibt nein. Ich tue mich gar nicht mehr einsteigen, weil sonst bin ich gleich weiter nicht durch. Ja, bitte, was willst du, kannst du noch scheiden lassen, nicht? Was willst du machen? Ne? Aber es war beruflich nicht gegangen, muss ich ehrlich sagen. Also die sportliche Karriere nicht, weil irgendwann stehst du vom Punkt nicht da, musst du dann entscheiden, entweder ja, berufliche Karriereleiter oder sportliche Karriere. Und ich habe mich richtigerweise für die berufliche Karriereleiter entschieden. Und das ist, ich meine,
Ist ja ganz klar, jeder Mensch weiß das. Wenn du heutzutage drinstehst im Berufsleben, ja, wo bleibt dann eine freie Minute für einen Sput oder irgendeinen Blödsinn? Nein, ist es so nicht. Bei dem Leistungsdruck, den jeder heutzutage hat. Nicht? Und gerade wie auf der Gemeinde, muss ich sagen, ja, die haben da. Ja. Ja, danke für die Anerkennung, weil, ja, die meisten wissen das nämlich echt so wenig zu schätzen, ja. Und zwar, ich bin da bei den Wasserwerken, ja, ja, Magistratsabteilung. Ich bin zum Beispiel zuständig, was mich interessiert, für die ganzen Hydranten in die Außenbezirke, ne. Ja, weißt du, musst du immer kontrollieren, ob es wandern oder was, nicht immer schauen. Ja, ja. Und wir haben da einen Magistrat, zum Beispiel, und das wissen die wenigsten, wir haben da Sportsektionen. Und ich bin da bei einer kleinen Spezialsektion, ein bisschen was ausgefallen ist, warum nicht. Und zwar, ich bin da bei der Tischtennissektion. Ja, da sind wir zu zweit. Und ja, das reicht. Es geht natürlich. Gut, beim Ringerl ist eine Rennerei. Aber so geht's nicht. Und zwar, da bin ich eben, der zweite ist der Meier. Also Meier, ich weiß, ihr kennt vielleicht wer. Meier, namentlich vielleicht ein Begriff mit Ei, eh normaler. Meier, das ist im selben Stock mit mir im selben Zimmer. Ja, eh klar, wenn es das selbe Stock das Zimmer hat. Also, das war so ein Zimmer, das gibt es ja nicht. Nein, aber da haben wir halt immer so unsere Ping-Pong. Also, Moment, Ping-Pong ist jetzt dasselbe wie Tischtennis. Das ist nur ein anderes Spruch, das wissen vielleicht die wenigsten, darum sage ich auch zur Erklärung dazu. Ja, da haben wir unsere Meisterschaften so einmal am Tag, weißt du, so in der Mittagspause von 10 bis 2. Und, ja, und ich muss ehrlich sagen, obwohl der Meier jetzt im Gegensatz zu mir, ja, komplett unsportlich ist, aber komplett, ja, und auch technisch nicht gut. Nein, er ist ja so ein Putzer. Weißt du, ein bisschen aufschleißig. Aber trotzdem, der Mensch hat einen derartigen Ehrgeiz, der hat dann die Jahreswertung ganz knapp mit 18 zu 243 Patent gewonnen. Gell? Sag einmal, hast du einen Sprung im Schüssel oder was? Ich meine, probierst du das einmal im Ball, triffst du einmal eine andere Variante. Jetzt, ich meine, da ist es geil, wenn der Ball auf dich zukommt. Jetzt, hör mal auf, das hat ja keinen Sinn, da gefreut es mich nicht mehr mit dir spielen. Ich meine, da kann ich gleich mit der Wand spielen, bitte. Und bei der Wand ist leider, da kommt der Ball wenigstens einmal zurück. Vergiss es, lassen wir es gut sein. Ich gebe was ein, schneide mir was mit vom Schwagern, vom Fleischhocker, Leberkass, vom Feinsten, halber Kilo, reicht für mich. Ne? Oder? Machst du einen kleinen Hocker, ha? Na, danke. Ich bin auf Diät. Was? Was machst du? Ade, schon ein bisschen, oder? Ich meine, ein bisschen, schon, Ich meine, was machst du da jetzt? Hör mal auf, bitte, ein Mann ohne Bauch ist wie ein Kohl ohne Cognac. Jetzt geht's schon dahin. 3 Kilo sind schon weg, Freunde. Herr Wille kommt zurück. In der Früh renne ich meine 10 Kilometer und auf die Nacht renne ich auch noch meine 10er. Und ich muss sagen, da bin ich jetzt erst einmal froh, dass ich nicht mitten in der Stadt wohne, sondern daher lasst bei uns in der Siedlung. Nein, ideale Trainingsbedingungen für den Spitzensport. Wirklich wahr. Weil es ist schon ein bisschen grün bei uns heraus, weißt du? Da drüben ist zum Beispiel ein grüner Altglas-Container. Ne? Da vorne ist ein grünes Plakat mit der Petrovic und einem zweiten grünen um zwischen die Augen. So hat er sich herumgesprochen, welcher Grüne das ist. Gut. Braucht man ein bisschen eine politische Vorbildung, ist ja klar. Da vorne an der Wand ein neongrünes Hockenkreuz. Lass Bum, gestern ab. Nein, aber das geht sehr nicht. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, unter uns, mir ist lieber, es ist ein Futterfeuer bei der Großmann. So, obwohl, nein, aber gehört tut es nicht. Nein, wirklich nicht. Weil, ich meine, das ist auch schade, weil, wenn du mal bedenkst, dass das ein Arbeiterbezirk war, weißt du? Ja, gut, da drüben ist aber ein rotes Hockenkreuz auch, dann passt es wieder. Halt, da vorne ist eine grüne Ampel, die der Wiesche noch einmal spürt. Sag mal, was ist mit dir?
Dann nehmen wir es vom Rechtskommittel her, du Tirol. Entschuldigung, nein, ich hab jetzt gar nicht, was heißt? Rechtskommittel, Herr Zappel, Sie haben rot, bitte, ich hab grün. Und das geht es jetzt nämlich überhaupt nicht. Ja, Sie lassen bitte von der Glühbirne terrorisieren oder wo? Wieso? Auf der Straße gibt es nämlich nur ein Gesetz. Das ist das Gesetz von den Stärkeren, verstehst? Ach so? Na dann steig aus. Komm, Matthias, komm, steig aus. Du, steig aus, ja. Du steig aus. Du steig. Du Fresser, du steig einfach. Soll ich ihm noch hochrennen, gell? Na, schnell aus, aus der Siedlung und rein in den Wald. Weg von den wilden Tieren. Und da in der freien Wildbahn merke ich jetzt nämlich erst, was mir die letzten Jahre alles so gegangen ist. Minus 5 Grad. 80 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit. Aber da muss man beißen. Da nutzt nichts, da muss besser, weil ich merke ja, was ich mir die Fetten so richtig angeredet. Hoffentlich rennt hinter mir kein Loch, weil dann hat es auf Pappen auf den Öffling. Aber da ist eh keiner, da bin ich eh Mutter, Söhne, Allah im Wald. Da, was ist da von? Da rennt nur einer, ich ist aber lieb. Ein anderer Joker, das ist aber wirklich nicht. Das ist ein Fred, na gut, du hast schwarzen Theorem. Also, wähle den Misch mal auf, na was so. Oh, aber langsam ist er nicht. Scheiße, jetzt rennt die Brüne an, oh, was? Scheiß Gott, wenn ich meinen Windschatten nicht sagen will, das wird auch typisch. Aber wir gehen morgens mit der Lauftechnik. Da hole ich mal mit der Technik. Der beschleunigt nur das. Ein Wurzel. Das hab ich mal ausgerutscht. Wo ist der? Hole ich mir noch. Wo ist er? Wo bin ich? Geschlechte Hirs! Da gibt's es. Ah, yes. Hallo! Da haben wir da was benannt. Hallo! Bitte, ich bin das. Der mit der Gutschrift. Hallo! Und was ist da jetzt? Man kommt da jetzt wer oder wie oder was? Hallo, Willi! Was ist mit dir? Hä? Bist du wieder trug oder was? Ja? Hat ein bisschen Scheiß drauf, ha? Glaube ich fast, du bist du ein bisschen lebensmüde. Was? Wieso? Na bitte, bin ich überhaupt nicht lebensmüde. Also, wieso magst du dann Rennen mit Mountainbiker? Ha? So. Entschuldige, ich müsste Brüno angrennen, ich meine, was er wäre, war was. Weil ich mir doch der Blinzerroter war eh verunsichert. Ne? Ich weiß ja auch nicht, was soll ich machen, bitte, erst. Na, fragst du mich? Bin ich der Trainer? Glaube ich, besser ist, gehst du einmal und besorgst du Kontaktlinse. Hm? Besser besorgst du zwei, ist noch eleganter. Hm? Du kannst doch nichts gleich Vollgas. Na, bist du teppert? Na, das geht nicht. Musst du langsam anfangen. Und glaube ich, besser ist, gehst du vielleicht einmal zu Onkel Doktor. Hm? Hast du Onkel? Hast du Doktor? Dann gehst du hin, okay? Sagst du, bitte machen Sie bei mir einen kompletten Generalservice. Und ich glaube, wenn ich dich so anschaue, Beste, nimmst du vielleicht Organspender gleich mit, weil dann geht's schneller. So, der nächste, bitte sehr. Ich glaube, das ist jetzt Krivanetz, gell? Na bitte, Krivaneck bitte. Aha, Krivaneck. Demnach sind Sie auch nicht die Eierstockentzündung. Wollen Sie bitte Platz nehmen, Herr Krivaneck, bitte sehr. Da hat mir die Schwester die falsche Kartei hereingegeben. Bitte sehr. Ja, danke, Herr Doktor. Dankeschön. Ich war eh schon vor 14 Tagen da. Ich bin nicht mehr der. Ich hab die Probleme gehabt beim Waldlauf, gell? Na, langsam, Herr Krivaneck. Wenn ich Sie korrigieren darf, Ihre Probleme sind nicht wirklich der Waldlauf. Ihre Probleme sind der Kreislauf, ne? Wenn ich mir da so Ihren Befund ansehe, Herr Krivaneck, na ja,
Ich meine, das einzig Negative ist der Aids-Test. Aber man, von nichts kommt halt nichts, gell? Aber sonst haben sie relativ fleißig gepunktet. Vielleicht, wenn ich kurz ganz frei die Schmankerl zitieren dürfte. Ja, Rivarocci, 80 zu 190, Triglyceride 526, Gamma-GT 417. Dann haben wir Cholesterin 799. Sicher, da waren der Kumpel zusammen im Laufe der Zeit. Das ist ja klar, das ist. Und was tun wir da? Ich meine, was verschreiben Sie mir? Ha? Na ja, Herr Kribelek, ich bin ein Verfechter der Sanftmedizin. Fangen wir vielleicht einmal langsam an mit Moorpackungen. Ach so? Aha, ja, bitte, ich meine, ja, wenn das hilft nicht. Na ja, nicht wirklich, aber Sie gewöhnen sich einmal langsam an die feuchte Erde, Herr Kribelek. Wissen Sie? Herr Doktor, ich meine, jetzt bitte nicht böse, also Ihr Humor in Ehren ist keine Frage. Nur, schaut, ganz ehrlich, mein Problem ist wie folgt. Ich müsste da bis knapp vor 9 Jahren, sollte die eigentlich einen Pokal gewinnen. Wissen Sie, was wollen Sie? Einen Pokal wollen Sie gewinnen? Mit Ihrem Stoffwechsel? Ja, was, das war ein Weihnachtsgeschenk von meiner Frau. Ich meine, was... Aber Herr Kribelek, schauen Sie. Ich meine, Ihnen wird doch auch einleuchten, ein altes Mercedes-Diesel-Taxi mit 400.000 Kilometern, das ist nicht wirklich ein Rennwagen, das ist schon Kategorie alter Scherben. Ne? Da sind wir uns ja einig. Ne? Na ja, schauen wir mal, was essen Sie denn so den ganzen Tag, Herr Kribelek? Ha? Na, jetzt werden aber Sie mal schauen, ha? Herr Doktor. Was glaubst du, das ist? Sie sind ja sagen, nichts mehr. Na ja, gut, da haben wir es. Es ist ja kein Wunder, wenn es ihn zusammenpackt. Also wirklich, wo, ich meine, also wenn ich sowas her, also wirklich, also bös könnte werden. Na, ich werde es eh nicht, aber ich muss so tun. Ganz, Herr Kribelek, wenn Sie jetzt nichts essen, dann ist das ganz genauso, wie wenn Sie in Ihr Auto keinen Sprit hineintanken und wollen damit nach Salzburg fahren. Ne? Das wird nicht gehen. Hm? Das leuchtet auch Ihnen als medizinischer Laie vielleicht ein. Sehen Sie? Ja, also was wir jetzt schauen müssen in Zukunft, ist, dass wir mit möglichst wenig Benzin möglichst weit kommen. Hm? Und dabei einmal die alten Reservekanister aufbrauchen, ja, die wir da so mitschleppen im Kofferraum. Ich möchte sagen, das ist ja schon fast ein kleiner Kombi, nicht? Und dann steigen wir vielleicht einmal um auf Superbenzin, wenn Sie verstehen, was ich meine. Schauen Sie, es ist ganz einfach. In Ihr Auto, da tanken Sie ja auch lieber den Tiger hinein und nicht die Schweinebrunze, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und das ist ein Multitrainer, jetzt sage ich das gleich. Das ist ein... Nein, ich muss noch mal auf. Wenn ich auf bin, dann gibt's es. Das ist ein Bodybuilding-Center. Das ist so ein. Aber in meinem Teleshopping habe ich mir das gekauft. Super. Ich muss noch auf. Du! Ja, geht schon. Nein. Das Ding. Kommt aus Amerika, das haben sie für die NASA entwickelt. Ja, das sind die Astronauten, ne? Weil die müssen ja trainieren, die Astronauten. Das ist ja klar, ich meine, das sind ja topfit, so ja, da ist halt ein der Raketen, müssen die trainieren dürfen, aber keine Handel und keine Gewichte mitnehmen. Klar, wenn der nutzlos. Wenn wir die da Kontrolle haben unterwegs, die lassen sie aussteigen, auch gleich die Amerikaner. Sind da hart. Und darum haben die das Ding da entwickelt, ja. Super, kostet 3.500 Schilling, ist ein Geld locker wert. Wirklich wahr, na also, ideales Gerät. Das Ding heißt Arnold. Ja, aber ich weiß nicht wieso, ich meine, eigentlich müsste es ja Pinocchio heißen, nicht? Aber man kann mit dem Gerät, laut Beschreibung, kann man damit 57 Körperteile trainieren. Ich meine, ich habe nicht so viel, aber es ging nicht. Wenn es euch interessiert, ein paar Übungen kann ich schon, ja, kann ich ein bisschen was vormachen, warum nicht? Also, was ist auch für Schultertraining? Das ist, ich,
mein Arm drinnen. Das geht nämlich ganz schön rein, obwohl man das nicht so sieht. Ja, dann Bein, das mache ich immer da unten, das ist auch. Geht auch, dann machen wir Bauchtraining, das geht dann so in etwas als Bauch. Dann kannst du den Kopf trainieren zum Beispiel, ja. Da kann ich den einen Kopf, dann mache ich das, der eine Kopf. Es geht aber auch der andere Kopf. Also ich kann den zweiten Kopf, mache ich dann da und dann... Ui, halt, ich habe einen Alarm. Halt's kurz bitte, ich habe einen Alarm. Ein Alarm. Halt, da holt's was. Ich hab schon. Und aus. So, das ist nämlich jetzt, das ist so, jetzt muss ich da irgendwie... Nein, ich hab da nämlich... Nicht langsam, halt. Nein, los, das da aus und dann... Jetzt wird's gefährlich. Ja, jetzt hängt's noch wo, gell, warte, ich muss... Um, so. Super. Irgendwann halt's rum, du Klumpert. So, also passt auf, ich habe mir da jetzt gekauft, und zwar, das ist jetzt ein Pulsmesser. Das misst ganz genau Computer, ja. Misst, wie viel Herz ich habe. Schauen wir gleich, wie viel Herz habe ich. Eines. Aber da bin ich im falschen Mode, da muss ich mir weiter drücken. So, ich habe schon, sehe ich schon. Nein, Herzschläge muss ich schauen. Ich habe jetzt gehabt 135 Hertz pro... Ja, wie gesagt, diese 135, wurde mir eh angezeigt, und das ist bei mir zu viel. Und wenn ich da drüber komme, roter Bereich heißt das, und wenn ich, also es kann sein, dass ich anrebe, auf gut Deutsch. Das heißt, stand der Bede da, zerreißt sowas nicht. Und darum muss ich jetzt warten, bis ich wieder herunter bin, auf 80 Hertz pro. Selbe wie natürlich vorhin, ja, das ändert sich nicht, ja, und dann darf ich weitermachen. Und das, was ich jetzt dazwischen tue, das ist die lohnende Pause. Ja, das heißt wirklich so, das sind dich jetzt bitte alles Sachen aus der Sportwissenschaft, Sportmedizin, ist für euch vielleicht als Hobbysportler oder Nichtsportler eben, ja, ist es eben nicht so relevant, aber für mich als Leistungssportler sind so Sachen dann wirklich, nein, ich bin jetzt schon im Leistungsbereich, ja, weil ich gehe heute zum Beispiel zum ersten Mal auf die Nacht in mein Leben gehe in ein Fitnesscenter, ja, das hat mir der Toni, hat mir da die Rutsche gelegt, der geht da in so ein Studio, Superbody Club heißt das, das ist so, da beim Herrn Sepp muss ich mich melden, darf ich nicht vergessen, da muss ich fragen, aber das ist, auf das freue ich mich schon, weißt du, Herr Meier, was ist mit dir, gehst du auch mit ins Fitnesscenter oder was? Was mache ich in einem Fitnesscenter, bitte, Herr? Schau mich an, Conan war mein Papa, Herr. Ja. Aber du gehst ins Fitnesscenter, du Wabler. Hm? Ja, dann stinkt es wenigstens woanders, weil die Völlerei da im Amtszimmer, da geht mir ja schon fies auf den Zager. Ne? Ich meine, ehrlich, ich mein, da schweißelt sie rein, ich meine. Was ist es da? Hat der jetzt Kammerl von der Burgit oder was? Überhaupt. Die ganze Trainiererei, die ganze blöde Ort geht mir schon langsam am Zager. Müsli fressen den ganzen Tag, ich meine. Auf Provokant, glaubst du, hast jetzt einmal in der Mittagspause beim Tisch nicht gewonnen als Biest, wie? Ich meine, jetzt, der ist Supersportler, oder was? Vergiss mich. Geh was einkaufen. Ja, was kauft er denn? Leberkassemen? Nein, Tischtennisbälle. Tischtennisbälle kauft er. Ich glaube, die Bälle sind schuld, weißt du? 21,19. Aber eine Hinrichtung. Ich will es gar nicht bereden, ich glaube, die Bälle, bitte läuft. Ich spüre nur mehr alles aus dem Bein, weißt du? Ich stehe nur mehr so beim Tisch, da kommen ja alle, weißt du? Ah ja, 3 Kilo sind schon wieder weg, nicht? 2 Kilo Fett, 1 Kilo Brünn. Ja, nein, weil ich müsste das jetzt einfach irgendwie, muss ich sagen, mir ist jetzt gefährlich, wenn man dann im Wettkampf was passiert, da rennt man was an, also wie Kontaktlinsen, das ist ja wirklich gescheiter. So eine kleine Sportausrüstung haben wir jetzt auch schon zurechtgelegt für das Fitnesscenter heute. Das Notwendigste halt, was man halt braucht, nicht? Und da habe ich jetzt auch immer meine Sachen zum Essen schon selber mit, weil ich ja komplett meine Ernährung umgestellt habe. Komplett. Ja. Und zwar, ich habe einen Ernährungsplan von meinem Mechaniker, also vom Arzt halt, nicht? Ja, und jetzt weiß ich endlich, was mein Körper nämlich wirklich braucht. Gut, ich muss sagen, ich habe früher einmal gewusst, was ich brauche, so in etwa. Also, das war mal in der Früh nichts. Dann 10 Uhr Vormittag einmal 2 Leberkassemen, kurz Cola, ein paar Peperoni. Dann ja, mittags sind wir sowieso gegangen auf ein Mittagsmenü, entweder runter zum Chineser auf ein Job, auf ein das M9. Oder.
Obi, machen wir ja die Pizzeria, nicht auf eine Quartelstation. So eine Pizza mit permanenter Euro, da unten sagen wir alle weh. Dann am Nachmittag dann ein kleines Kaffeetschel. Ja, für den Rivitalspitz oder Bunschkapfel oder irgendwas. Ja, und auf die Nacht, wenn du heimkommst, wird's gescheit. Ja, na, Gurtan oder Schnitzel oder ja, Fleischlauberl oder ja, Bochene Leber. Oder machen wir sogar vegetarisch, da muss man mit der Zeit gehen, was ich Bochene Emmentaler, Bochene Kammerbeert oder was. Ne? Und dann, ja, zum Einschlafen halt so beim Fernsehen ein kleiner Imbiss noch so ein Betthupferl halt. Ne? 500 ein neues Set oder. Obwohl. Das ist dann eigentlich nicht wirklich mehr ein Betthupferl, das ist schon mehr so ein Bettfestnagel. Gung! Ja, aber also, das war das, was ich geglaubt habe, dass ich brauche. Nicht wirklich. Also, und darum ernähre ich mich jetzt wirklich nur mehr bewusst. Und jetzt ist mir wirklich bewusst, wie gut das alles geschmeckt hat. Es ist. Ich war jetzt nämlich sogar schon mal in einem Bioladen. Ja, ich meine, ich bin eh so reingegangen, dass mich keiner kennt. Weißt du? Das tut ja keiner. Da hat der Kollege da, was ich bist, der durchläuft. Und da haben wir dann gekauft so eine Fruchtjoghurt. Und ich muss sagen, ja, mein Gott, weil die bemühen sich sicher, das will ich gar nicht. Also, aber es hat schon mal ein bisschen so eine Farbe, ja, wie wenn du der Heidelbeer Nömix isst und dann speibst, weißt du, das ist so. Ja, aber ich muss sagen, fairerweise muss ich sagen, es schmeckt auch so, also es ist gut. Ja, aber dafür kostet dort sogar mal das Dreifache, nicht? Das, ja klar, da musst du die Altszeit auch dazu rechnen, nicht von dem, der. Aber es ist ja so, das wissen die wenigsten nämlich, du kriegst auch im normalen Supermarkt alles, was der Leistungssportler, also ich in dem Fall, wirklich braucht. Nein, ich kaufe nur mehr reduzierte Ware, ja, man habe ich früher auch gemacht. Nicht nur früher habe ich gekauft die preisreduzierten Sachen, ne? Wo es halt neben der Kasse da irgendwie um ein anderes Land so, Ware abgelaufen, aber doch noch da, nicht die Sachen. Ne? Aber jetzt kaufe ich die kalorienreduzierten Sachen, nicht alles, was ist cholesterolfrei, alles, was, also, wo oben steht, leicht, das ist nämlich dasselbe, das ist noch ein anderer Spruch, das wissen die wenigsten drum. So ist auch zur Erklärung dazu. Nicht? Weil die müssen von den neuen Lebensmittelgesetzen genau draufschreiben, wo es nämlich drin ist. Ja? Gut, haben es früher auch gemacht. Nicht? Topfen, Butter, Margarine, Milch, ja gut. Das ist die Überschrift. Ja? Ja? Mich interessiert der Aufsatz hinten auch auf gut Deutsch. Nicht? Weil ich gehe mit meinen Ernährungsplanken einkaufen. Nicht? Schau gleich, was brauche ich heute? Täglich brauche ich 465 Gramm Kohlenhydrat, 122 Gramm Protein, 83 Gramm Fett, alle Vitamine, Vitamin A bis Vitamin Z, durch die Bank, ohne Ausnahme. Ja, dann alle Mineralien, alles was Mineralien, also habe ich gleich alles daheim, was man wirklich, also alles, Fischlauer, Breblauer, Küsinger, Römerquelle, Alpgel, also wirklich, durch die Bank. Und dann brauche ich Arginin, Ornithin, Lysin, Pyroglutamat, Gamma, Aminobuttersäure, essentielle Aminosäuren, Massive Optimizer, Wettkleiner, nicht, L-Carnitin, Kreatin, Carotin. Ja, und mit dem Einkaufszettel bin ich dann gegangen in ein Lebensmittelgeschäft und die hat mir die Formhandlung geschickt. Ja, und. Ja, und da habe ich mir gedacht, da muss ja was anderes geben. Und da hat mir jetzt der Toni aus dem Fitnesscenter, hat mir da jetzt was besorgt. Und zwar Sportlernahrung. Freunde, ein Traum. Nein, so wertvoll wie ein kleines Steak, aber wirklich, nein, am Tag brauche ich, dann habe ich alles, was. Ich meine, gut, das schaut jetzt vielleicht, wenn du zuschaust, schaut das ein bisschen deppert aus, das weiß ich schon, aber weißt du, wenn das einmal lieb angerichtet ist, weißt du? Nein, das ist schon lecker. Und vor allem eins ist geschmacklich, kannst du nicht enttäuscht sein, weil das schmeckt immer gleich, noch nichts. Ne? Das einzige Problem, was ich damit habe, das ist, ich habe schon von klar auf, von Kind her, aber es ist so eine Schluckphobie. Ich glaube, das heißt so. Gell? Ein Schluck auf jeden Fall, aber so ein, also,
Nein, ich krieg kein Pulverl runter, als Kind. Unmöglich. Nein, oben, oben schon, sofort, zack, oben. Aber 30 Sekunden später, ja, gekriegt. Nein, Todesangst. Nein, das kann ich kein beschreiben. Du bitte, nein, Würganfälle, die haben alles mit dem Arzt haben sie probiert. Was die geschüttelt haben, sie mich an den Kopf geschüttelt. Ja, die Pulverl als Gummibärle angezogen, sinnlos. Nein, das Einzige, was bei mir gegangen ist, sind Zapferl. Ja, Mann, da, nicht? Das ist ja klar. Nicht? Hint habe ich es nicht gesehen und dann habe ich es geschluckt, das ist ja klar. Aber, gut, aber die Nächer, das ist ja schon, ich meine, das ist schon so glatt, weißt du, das ist schon, die Bonnet ist schon so, nicht? Das flutscht da, weil da weißt du gar nicht der Geschichte, nicht? Also, ich bin kein kleines Kind, das ist ja alles, was ist ja alles da oben? Gut. Schund. Da war eine Quälerei, nicht? Ich hab eh gefragt, aber dieses Zapferl gibt es nicht. Da hab ich schon gefragt, das. Nein, ist nicht handelsüblich, nicht? Schade, aber das war natürlich. Obwohl ich war auch blöd, nicht? Da bist du irgendwo zum Essen eingeladen und sagst, dann danke, ich selber mit. Reinspaziert. Einer mit dir da, willkommen im Super Bowl Sport und Fitness Center. Einer mit dir bin da sehr, passt schon, ja. Alles klar. Erste Frage, warst du schon mal in einem Fitness Center? Blöde Frage, vergiss es. So, gleich mal vorweg, damit wir uns gleich mal richtig verstehen, mit das sind der K-exklusiver Club, ja. Und sowas brauchst du ganz gerne, wenn man hart ins Alcatraz, die gespritzte Abteilung, ja. Ich glaube, ein Golfschlag ist ein Sportgerät, aber bei mir spielt es anders an. Okay? In dem Motto. Also, gleich mal vorweg, da kannst du gerne machen, ein gratis Schnuppertraining. Das heißt, du trainierst einmal eine Stunde und ich komme dann schnuppern. Und wenn du nicht aus alle Löcher raussaftelst, ja, wie ein tibetanischer Jack, ja, zerreiß ich da eigenhändig den Clubausweis, weil ich darf das, ja, weil ich bin da. Präsident von dem Club, Cheftrainer, Besitzer, aber da kannst du selbst zu mir sagen. Ja, Herr Sepp, ich soll mich eh bei Ihnen melden. Und zwar folgendes: Ich bin nämlich ein Schulfreund vom Toni. Scherzgeber, was? Der Toni geht ja lange nicht mehr in die Schule, bitte. Nein, ich bin ein ehemaliger Schulfreund. Er hat gesagt, er ist eh da. Ist der Toni nicht da? Sicher ist der Toni da, ich mein. Das heißt, ist der da oder der Müllzettel bei uns? Ich meine, was ist mit dir? Das ist echt kein Pein, weil ich heute noch mal auf mit der Hausanlage. Donnet zur Rezeption, bitte. Donnet zur Rezeption. Donnet bitte zur Rezeption. Donnet zur Rezeption. Donnet bitte zur Rezeption. Was ist mit euch? Da muss deutlich reden, man, sonst hört es ja unten nicht, gell? Sag mal eine Frage. Bist du vielleicht ein Fünfkämpfer? Ja, das ist ja umgesprochen. Ja, mein. Vizemittelschulmeister. Vizemittelschulmeister. Ja, bist der Kapp einmal. Herr Vizemeister, kannst du gleich mal eingreifen, dann klein, in unsere Schlacht um einen Wanderpokal? Ach so, ein Wanderpokal vom Leistungswandern oder was? Keine Spaß über unseren heiligen Graul. Das ist nämlich unser Pokal vom Tetralon. Von was? Bitte, was ist ein Tetralon? Was ist ein Tetralon? Ich meine, aufpassen in der Schule. Fünfkampf. Tetra. Komm von dem Milchpackel von den Fünfeckigen.
Und so dann erzählen uns auf die Globmeisterschaft in deinem Motto. Ja, machen wir so, was ich, knapp so zwischen Weihnachten und Neujahr, legen wir das immer hin, ein Abschluss von einer würdigen Saison in deinem Motto. Und Silvester gibt es eine Siegerehrung, da fliegt die Fetzen, nicht? Was, Silvester? Das geht so genau aus. Das heute nicht, das ist ja genau. Super, bitte, da mach ich mit. Ja, sicher, mitmachen kannst. Aber reißen wirst du nichts. Ne? Da spreit sich jedes Jahr der Weizen bei unseren Titeln, mein Lieber. Ne? Ja, da haben sich auch die Koryphäe an den Finger verbrennt, mein Lieber. Ne? War der andere Wind. Da schau her. Geht schon los unten, der oben. Kannst gleich oben gehen, mach gleich mit mit dem Titel. Ne? Aus den richtigen Männern gewinnen den Titel und bleiben dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und noch einmal. Vergiss es. Aus, los, trau, aus, ist sie los. Na, man kann das schon nicht kennen, ja, bitte. Aber so kann ich nicht mehr. Was ist das? Mit der Hupferette, aber die Kittel und sehr ruhig, danke, wird man das schon beibringen. Pfff, ja, Fisch im Moss. Warte, warte, warte. Die war Miss Fitness, haben wir 1986 gesichtet, ja, noch. Weißt du, also wirklich sportlich, aber doch. Weißt du, blond, also alles noch wirklich. Ne? Und dann, die hat nämlich so geile Gewandel noch. Weißt du, diese, so, na so, dieses eng, da so, das, na, wo sie am Gürtel auch haben, diese, weil das, mein gut kenne ich nur vom Beifall oder so. Nein, mein, nein, wenn ich meine Runden draußen, nein, dienstlich, ne, wenn man Hydranten kontrollieren oder was. Ne? Und das sind so, also wie soll das jetzt, ich meine, na, nur geiler wie. Weißt du, ganz. Ich muss sagen, da könnte es auf den Geschmack kommen, mein Lieber. Ich meine, nicht auf den Aerobic-Geschmack, aber so auf den Geschmack halt allgemein kannst du kommen. Nicht? Also, gut, obwohl ich mir solche Sachen tue, mich gar nicht den Kopf zerbrechen, weil ich habe andere höhere Ziele, mein Lieber. Das sollen andere tun, so wie der Gute, unser Brotmeister. Gell? Servus, Uschi, geht's da? Tut sie? Nix tut sie? Super. Und sonst? Auch nix, super. Auch schon lange da, gell? Geht's dann, fleißig. Na. Super, und sonst? Gehst du in die Sonne heute? Und gehst? Viere? Super, geh auch. Ja. Okay, sehen wir uns, gell? Hallo, Manuela, servus, geht's da? Tut sie? Nix tut sie, super. Und sonst? Plastik, super. Nein, nein, Moment. Ich möchte mit oben machen, also nicht der Kerl. Vor allem der Bursche, ja, ist jeden Tag. Von 10 Uhr Vormittag bis um 10 Uhr auf Nacht. Täglich, ja. Und redet kein einziges drüber. Ich muss sagen, nein, da war sogar ich als Beamter beeindruckt. Nein, wirklich, also Hut ab! Wirklich. Ja. Also da, ja. Aber er ist ein netter Kerl. Er bringt mir jeden Tag mein Auto heim, weil ich liege auf seinem Weg. Also, ja. Sag mal nicht, also, nein, aber bevor ich selber da einen Parkplatz suche in der Gegend, nicht, oder mit der Straßenbahn fahre, dann vielleicht zu Fuß ins Fitnesscenter gehen. Nein, gut, okay, dann mal weiter. Ich meine, das ist ja ruhig, das ist ja, ich meine, das ist eine Weibersache, nicht? Braucht kein Mensch. Das ist, ja, bitte, Bauch, Bein, Po Stunden, ne? Bitte. Hobby, brauche ich nicht, ne? So, geh ich jetzt, ehrlich gesagt, muss ich sagen, geh ich lieber runter jetzt einmal ins Ding, ins Ausdauerbereich. Das ist das, so Vorall. Kennt ihr das so Standvorall, nicht? Kondisch hinten, Ausdauer, weißt lang, 5 Minuten wirklich hinhalten auf Pässe, nicht? Jetzt schauen wir gleich mal, ob ein Vorall frei ist. Das ist also alles besitzt, das ist ein Biss. Warte, ja, der Toni fährt da weg, geh, Toni, geh. Du, wie viele Minuten hast du noch? 3 Stunden. Jo, das, das ist aber das mein Kleinanzeiger, das weißt du, was du da hättest. So, so. Ja, dann geh ich dabei oben, geh in die Muskelkammer, zu der Kraft da, die Kraftding da. Da war ich nämlich auch noch nicht, das ist sicher ein Spaß, da schau ich mich oben. Das ist sicher ein He.
morgen. Da hab ich. Ja. Ich finde das ehrlich gesagt kindisch und deppert. Diese offenartige Muskelpubertäre offen. Da, das ist auch wirklich mein. Obwohl, als Bub wollte ich immer so ausschauen, gell? Daheim kommt so ein Romanheftel, so ein Berry Rudern. Und da war auf der letzten Seite war immer so nach oben so eine Werbung. Ja, so ein Vorher, nachher. Hm? Und das gestanden in 60 Tagen zum Herkules, gell? Und das Gerät hat damals kostet 700 Schilling, nicht? Das war so ein fetter Batz im Open, war das nicht? Und der Vater wollte für so ein Plätzchen einfach kein Geld geben. Ja, dort wärst du lieber um die 700 Schilling was anderes gekauft, von seinem Romanheftel, nicht? In 60 Tagen wieder volles Haar. Ja. Also der hat Toupet und mir hat er Weihnachten voriges Jahr hat er mir jetzt dann so eine Schwarzenegger-Video-Edition hat er mir geschenkt. Alles Hohn wahrscheinlich, gell? Obwohl ich bitte eins möchte schon sagen, ja, so wie der Schwarzenegger, ja. So wird der nie ausschauen, ich meine, das ist ja unappetitlich. Ich meine, sagen wir es ehrlich, aber das ist ja ungustös, nicht? Seine Verunstaltung des menschlichen Organismus. Ja, ich meine, ehrlich, ich meine, bitte, wenn du beim Schuhbandel zubinden, nehme ich mit Dunkel am Oberschenkel aus. Also, wenn du also, nein, gut, ich kann das jetzt auch vormachen, weil ich die Wampen dazwischen habe, nicht? Aber das ist ja wirklich unkostös. Ich meine, aber sehr. Obwohl, gut, aber ein bisschen Muskeln darf ich schon annehmen, weißt du, ein bisschen so, ich meine, nicht so eitel bin ich mir da wohl, ist doch geil. Nein, aber für den Sommer so, was fürs Boot oder was, das war einziger, ne? Obwohl es gibt ja Leute, die finden jede Form von Muskel überhaupt hässlich, nicht? So wie der Meier zum Beispiel, nicht? Gut. Wenn du mich fragst, sind wir alle einen Sprung im Schüssel, die ganze Bodybuilder, ne? Ich meine, das sind wir alle komplex, ne? Die ganze Kanette sind wir noch das, wenn die ganzen Muskeln weg sind, sind die Hosen haben, die Wappler, ne? Unter der Meier den Zumpferl nicht ein bisschen zu viel bedeuten. Man darf das nicht immer so im Vordergrund schieben. Die Hobbypsychologen machen das auch immer so gern, gell? Feiert er nur deswegen so ein starkes Auto, weil er so ein ganz Zumpferl hat. Na klar, jeder KT-Dieselfahrer sitzt mit so einem Lotensitzer drin, der weiß, wer lenkt das nicht? So, nicht? Ja, Blödsinn. Da. Mann. Man darf das nicht überschätzen, das will ich eigentlich sagen. Weil, ich meine, ehrlich, ich meine, was ist so besonders dran? Ich meine, gut, ich meine, gut, das sehe ich mir nicht, nicht. Aber was ich. Ja, was ist so jetzt so vom Hören sagen? Ja, also, sagen wir so, Designerpreis gewinnt keiner damit. Also, da bin ich verinnert, da kein Strich mit Zeichen. Da wirklich. Und sagen wir uns ehrlich, ja. Wenn wir über so Sachen offen reden, warum nicht ganz? Ja. Wie oft am Tag brauchst du denn wirklich? Ja, ja. Gut, ein bisschen Wiesel, klar, nicht? Ja, aber sonst? Klar, dass man gern öfters benutzen darf. Weil, keine Frage, sofort haben wir da, nicht? Nur ist es meistens so, dass das so ist, was am Zugfall dran hängt, jetzt die Kleinigkeit da, nicht? Ist nicht so appetitlich, dass sie alle jetzt auf der Straße gleich umreißen, nicht? Da fangen dann die Brüsseln das erste Mal an, nicht? Ja. Aber wenn du jetzt nimmst, zum Beispiel im direkten Vergleich, in der direkten Challenge, ja, bitte, ein schöner, kräftiger Oberarm. Weißt du? Da kannst du einer Frau auch schon Freude machen. Ja. Bitte machen wir mit Zumpf ein Gurkenglas auf, nicht? Ja, du. So. Habt ihr euch alle vorgestellt? Ja, bitte. Schweindeln. Ne? Und wenn es in der Apotheke nämlich keine Pulverl gabert, weißt? Arnold Oral. Hm? Dreimal täglich, kluck, 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 kluck. Ne? Und nach 14 Tagen, bumm, zack, puff, zack, bumm, bumm, zack, puff. Kommen auf einmal die Geschwüre, ne? Mein Lieber. Weil der Meier, der Erste, der steht in der Apotheke. Ne? Mit so einem Packel 1000 einstecken, wenn es sein muss, ne? Der war sicher nicht der Einzige, gell? Mein Einstanger da, gib ich zu. Wenn er so ein Zapfel gabert, ne? Und, jo, geh. Ja, und die Damen, ja, brauchen da gar nicht blöd mitlachen jetzt, ja, weil als Dame, ja, oder Frau, gilt jetzt für beide, ja, ja,
Du hast das heutzutage recht. Weißt du? Na klar, bitte, da kommst du im schönen Zitat schon leicht einmal näher. Ne? Mit ein bisschen finanziellen Einsatz bist du dabei. Na bitte, Herr, da hänge ich, dort lässt er gleich aufgezahlt. Ja, ja. 50 Kilo Fett, wird angesagt. Ne? Aber das ist noch immer nichts nutzt. Also die überlangen aufmodellieren lassen, nicht mit falschen Diamanten alleine. Ja, 27 Ringe auf jeden Finger, lange Gehänge, Auftrat, rote Strähne, aufgezahlt, nicht ausgespachtelt, aufgezahlt, Mini-Rock, Netzstrumpf, Highcheckers. Ne? Ja. Und du gehst schon als Sekretärin durch. Ne? Ja, aber, ja, bitte. Unter uns, eine Fettabsaugung in Ungarn kostet einen Nepp. Ein Spott. Darum ist eine Torte Gänseleberpasteten relativ günstig. Das ist so ein Recycle-Ding, die machen da so. Ja, aber sagen lassen. Ne? Aber als Mann hast du es da schwer. Ja. Wer ein bisschen was gerade richten oder weg tun, ist da zu wenig. Ne? Schaust immer noch aus wie ein Ograsel tatzen. Ne? Ja, wenn er gut schwarz macht, schlank, nicht? Aber, ein Silikon-Oberarm, den gibt's halt noch nicht. Na gut, dann kannst du so machen wie? Hast den Hut drauf und rennst um wie der Ba-ba-ba-ba. Ja. Aber es stimmt nicht, weil der war nicht verwirrt. Ja. Gut, aber jetzt trotzdem, ein bisschen was muss ich noch tun, ich hau mir da noch in die Kraft. Ich komme halt noch so deppert vor. Da stehen halt die ganzen auftrainierten Ziegeln und die. Ja, da darf man nicht geschickt sein, ein bisschen Selbstvertrauen kommen will. Ich tue einfach so, wenn ich dazugehören darf, nicht? Grüß euch. Entschuldigung, ist die Handel frei? Danke. Die Handel ist frei. Aber die schauen nicht alle viel anders aus wie ich da bitte, ne? Also so, aber da umschaust bitte da eher zum Beispiel nicht. Babarik, babadrik. Und du, was ist mit dir? Du bist der Neiche oder was? Jo, ich möchte mich da jetzt ein bisschen in der Grafkammer möchte mich ein bisschen betätigen. Also? Also was willst du denn betätigen? Als Gewicht oder was? Da kommt gleich her. Ich hab's ja schon Leute gehört, da willst du auch mitmachen ja, bei der Clubmeisterschaft, gell? Ja, wieder einer, sehr gut. Ja, das ist schon ja schon. Und, was ist, hast du geübt? Was schon am Donauturm? Ja? Donauturm, bitte, ist ja blödsinn. Was mach ich am Donauturm, bitte? Also, vorhin der Bewerbe kam am heiligen Peterl unsere Austragung. Und zwar der Donauturmlauf. In dem Motto nur zur Sicherheit, das heißt nicht rundherum, sondern auf, das ist eh klar, da brauchen wir nicht reden drüber. Dann machen wir traditionshaft für jedes Jahr in dem Motto, machen wir unser Armdrücken, ne? Ein Standardbewerb, Bimi, gell, weißt du, heuer brechen wir mit Kanzflügel, machen wir das vielleicht gleich mal aus, in dem Motto. Dann machen wir dafür als Gegenbewerb, damit wir die Damen eine Motivation haben, irgendwie da teilzunehmen, das war eine Idee von der Gretel, und zwar eine Aerobic-Kür. Ein paar Sachen in dem Motto, dass sich jeder eine Minute von einer Aerobik einzustudieren hat, ja, und dann vor die anderen vorhupft. Also in dem Motto jetzt nicht nur zur Belustigung, auch, aber auch in dem Motto zur Bewertung. Und zwar, ich mache das, damit wir da noch vielleicht einen Sonderzuckerl, einen Anreiz haben in dem Motto, haben wir gedacht, wir machen das mit einer prominenten Jury. Da haben wir schon ein paar prominente Zubezug, also Zubezug, wie man sagt, von, ja, auf jeden Fall macht es dann die Frau Wurm, hat sich das zur Verfügung gestellt, dann die Schwägerin vom Wurm und den, also ihr, na, wo, zweiter Fall ist. Der macht es auch, hat er sich auch zur Verfügung gestellt und meine Frau nehmen wir als Parteische. Ja, dann eine Bozer-Veranstaltung wird das sicher werden, das war eine Idee vom Guido, danke Guido noch, möchte ich nachher sagen, ja. Und zwar, wir machen heuer einen Saunagang. Ja, als Bewerb. Also statische Sache sicher in dem Motto, da ist nichts zu reden. Aber wir machen so, wir heizen auf 130 Grad und schauen mal, wer länger drin bleibt. Ich meine, es ist sicher ein Monstrum Hetz für alle, die schon raus sind. So. Ja, und einer der sicheren Höhepunkte vom heurigen Tetralon, in der Superbolik Wurmteam-Trophäe, in dem Motto,
Ja, war ein Vorschlag von Hauptsponsor vom Wurm, also in dem Fall Herr Wurm, weil es persönlich vielleicht auch anwesend. Und ich möchte vielleicht in dem Namen gleich bei der Firma Wurm bedanken. Ohne deren Transporte, Kranverleih Wurm. Ohne deren finanziellen, eine derartige großsportveranstaltliche Anstaltung, in dem Motto überhaupt nicht durchzuführen, gehört einfach auch gesagt einmal. Nicht? In dem Motto, ja. Und zwar, der kriegt einen neuen Kran geliefert, ja, so 40 Meter Gerät, das habe ich gebaut zur Sache. Und wir werden das insofern ausnutzen, er hat es an mich herangetraten. Er will da so ein Promo, gleich einmal ein Promo, werbemäßig gesagt, ja, warum machen wir? Sicher. Und zwar, eine Veranstaltung, jetzt werden gleich ein paar mit den Uhren wackeln, aber das gehört auch einmal für den Motor, ja. Ranzen braucht keiner, wie jedes Jahr, Streichersoldat hat da jeder. Gell? Wir machen nämlich einen Bandschwingjump. Das ist das, was mit dem Bandel vom Kran hochst und unten schwingst aus, darum heißt das so. Und der Glück hast in dem Motto. Also, ich weiß ja noch nicht mit der Bewertung, da muss ich noch vielleicht, dass man da, ja, weiß ich, metermäßig kann man da nicht, weil es für jeden Tag gleich weit ist, aber, was ich, machen wir so, was ich, Bandel um die 4 ist 5 Punkte, Bandel um alles 10 Punkte, und ohne Bandel 20 Punkte ist, glaube ich, fair. Okay, und aus. Servus, Willi, geht's da? Tut sie? Nichts tut sie. Fährst du mit mir mit heute wieder? Super, passt. Und was sagst du? Der Detal und Herr, Urgebewerbe, was? Erstens. Ja, ja, ist super. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich habe eigentlich gerechnet mit einem klassischen 5-Kampf. Ich meine, ich bin ja total auf der 6 schon. Das ist aber, und das Rest wird sicher. Was? Ein klassischer 5-Kampf? Haha, kann ich dir jetzt bitte? Nein, kann ja keiner von uns. Das Ganze ist ein Spaß und gar nichts, verstehst du? Also, ich warte bei oben bei der Feedback. Kommst du dann? Okay, dann was? Ja, ich komm gleich, warte, ich muss noch zusammen und muss mir noch was ausrechnen. Ich muss sagen, was ein rein rechnerisch, wenn man es jetzt schon durchkalkuliert, ist ein Platz am Stockerl drin. Nein, da kommt das jetzt. Nein, vor allem, es ist ja nur ein Vierkampf, ne? Ich mein, pssst, war keiner wissen. Nein, da, reicher Soldat. Nein, also, ich mein, durchgerechnet mit viel Glück. Also, wenn wirklich alles gut geht, ich mein, da muss ich wirklich auch. Man muss alles glatt gehen, zweiter Platz, das ist normal. Und wenn der Toni irgendwo erlitten hat, weißt, wenn sie mal irgendwo so richtig so, dann glaubt man, nein, darf man nicht fantasieren. Jetzt wird einmal trainiert, das ist einmal das Wichtigste. Gell, warte, gut, ich komme gleich, wie viel Kiebe dabei an? Ich komme, es ist ein Wahnsinn. Weil der passt halt so gut zu meiner Michelfett gar nicht durch. Ich habe so, hab mir genau die Vorpfoten mit der Katztisch und dann habe ich so eine Rauschnecke gar nicht. Also das war, also so, das war ein bisschen poliert gehört. Und das war halt der Wahnsinn. Stell dir vor, Clubmeister Willi Grimalek. Es ist nicht mehr Glotze, es geht Glotze, bitte pass auf, bitte! Hab ich ganz vergessen zu erzählen? Der Teppert, der Bauer, ja, fährt dann nüchtern mit Auto im Baum, ja, und bringt Hammer auch gleich mit, ja. Hab ich gleich zwei Fliege auf einen Schlag. Na, ist super, was? На капаймал.